Okay, der nächste Step ist der Weight Shift. Du willst dich wieder ganz normal gerade hinstellen, also Knie ein bisschen vor, Posterior Pelvic Tilt, Brust raus und jetzt einfach das Gewicht von einer Seite auf die andere schieben. Und immer ein bisschen weiter zur Seite lehnen, um mal zu gucken, wie sich das so anfühlt, dass du schön stabil stehst, den Fuß gut im Boden verdrehen. Warum machen wir das? Weil viele auf die Idee kommen, ihr Gewicht folgendermaßen zu verlagern. Das mag im Tanzen gut aussehen, das bringt dir aber auf dem Battlefield nichts, das bringt dir im Athletikbereich nichts, das bringt dir in der Spielsportart nichts und überhaupt überall da, wo du Kraft und Speed aufbringen willst. Was wir wollen ist, dass du hier das Gewicht verschiebst und wenn das stabil ist, den Oberkörper drehst und dich einfach quasi fallen lässt, weil von der Position aus hast du richtig Energie und Möglichkeit, wieder richtig viel Kraft aufzubringen, okay? Nochmal schräg von der Seite, Gewicht zu einer Seite, Körper dann verdrehen, boom! Und hier will ich jetzt richtig weitermachen. Versus nach da verschieben, drehen, fühlt sich schon mal kacke an. Führt im Endeffekt nur zu Problemen in der Hüftkapsel und im unteren Rücken und ist auch keine stabile Position, aus der du Kraft aufbringen kannst, sondern eben zur Seite gehen, verdrehen, boom! Okay, das heißt, der Drill für heute, Weight Shift, ist wirklich nur nach rechts, nach links und versuchen, da auch mal das andere Bein abzunehmen und wirklich bewusst den Fuß in den Boden zu schrauben, dass du ganz stabil stehst und dein Gesamtgewicht auf die rechte oder linke Seite bringst.